Jans und herzlich willkommen zurück zu Radio Not. Weiter geht's mit dem nächsten Callout. Wir haben beim letzten Mal ja ziemlich viel freigeschaltet, wie man hier oben rechts sieht. Und das lief ja, glaube ich, das letzte Mal ziemlich gut. Von daher mal schauen, wie es heute läuft. Die sind alle ängstlich. Wir könnten zwei andere mitnehmen, aber ich würde zuerst mal schauen, welchen Auftrag wir heute annehmen. Denn bald sind wir auch schon durch, habe ich gesehen. Heute kommt der Rückfall. 12.30 Uhr, Coastal Grove Medical Center, Coastal Grove. Nach dem Vorfall im Club ziehen die Verbliebenen der Hand los, um ihren einzigen überlebenden Anführer zu retten, der auf der Intensivstation des Coastal Grove Medical Centers unter Polizeiaufsicht gestellt wurde. Hauptfoyer des Krankenhauses oder Eingang zur Tiefgarage? Ich glaube, wir würden mal den Haupteingang nehmen. Und kurz mal schauen. Zahir Asadul verhaften. Retten Sie alle Zivilisten. Bringen Sie Chaos. Ordnung in Chaos. Mal schauen, was hier uns erwartet. Calls have come in from the Coastal Grove Medical Center of an active shooting taking place. Now what we know so far is that approximately 20 minutes ago, the first reports came in of a gunman forcing their way into the medical center. Now initial reports, along with intel unearthed by the cyber crimes team, point to this being the hand. As if we didn't have enough to worry about, we've also had reports that some of the gunmen are dressed as hospital staff. That means we need to detain everybody. I know, they are not going to be happy about it, but we can't take any chances. We need to get in, lock down the hospital, and restrain anybody in a hospital uniform or who is behaving suspiciously. We know there are multiple shooters, but we don't have an exact number. From the information we've gotten from 911 calls, these guys are shooting anybody they see. If this is the hand, then it's probably in retaliation to us capturing Quadama. I've spoken with the anti-terrorism unit, but they haven't had any intel on who has taken over. The LSPD is now briefed on securing the perimeter and locking down all entry and exit points. I want two teams. One will take the main entrance, and the other will enter through the west rear side entrance by the staff locker room. You've all been sent plans to the hospital, and I want you to study them. This isn't going to be pretty, and we all know that. Any questions? Good. Get your gear, get your ass in a seat. Move! Alright. Hört sich nicht unbedingt so gut an. Wir müssen also mit Personen rechnen, die verkleidet sind als Krankenhauspersonal. Was schwierig sein könnte, die also zwischen Zivilisten und bösen Leuten zu unterscheiden. Aber ansonsten nicht unbedingt viele Informationen dazu. Die Karte hat, hieß es ja, sollen wir studieren. Wir gehen ja jetzt eben durch den Emergency, ne, durch den Main Entrance durch. Und es hat drei Flore, wie es aussieht. Kann man die Karte nicht irgendwie ziehen? Okay, das ist doof. Ich würde sagen, wir schauen uns die Karte an, wenn wir da sind. Denn es geht ja noch weiter. Verdächtige Zahir Asadul, auch bekannt als Quadama, wurde in der Justizvollzugsanstalt Alamantes inhaftiert und wartet auf seinen Prozess. Während seines Aufenthalts wurde Asadula von zwei Vollzugsbeamten angegriffen. Er wurde in das Coastal Grove Medical Center verlegt, um dort medizinisch versorgt zu werden. Es ist wahrscheinlich, dass sich Quadama in dem Gebäude befindet. Okay. Sonst haben wir keine großen Infos. Pressehelikopteraufnahmen, Bild aus dem Hubschrauberaufnahmen des CGMZ, das einen Einstiegspunkt über das LSPD zeigt.
Überwachungskamerafoto. Die Überwachungskamera zeigt, wie die Schützen durch den Notfalleingang in das Krankenhaus eindringen. Ich sehe da mindestens vier Leute. 911, this call is being recorded. What is your emergency? Help us. Oh God, they're going to kill us. Ma'am, what's happening, ma'am? Can you tell me where you are? They've got guns. They've shot three people. They shot them dead. Ma'am, I'm gonna need you to take a deep breath for me, okay? Can you tell me where you are? I'm at the Coastal Grove Medical Center. Please help. And you said somebody has been shot? Yes, people have been shot. They are still shooting. I can hear them. Are you saying that there are shooters in the medical center? Yes, they're shooting people. Send the police, please. God, they're shooting people here. I hate this fucking city. Okay, ma'am, are you in a safe place? I'm hiding under a desk, but they're not here. They went up to the next floor. I really don't know. Just send someone, please. I understand, ma'am. I know it's hard. Try to stay calm. I need to ask you just a few more questions. Okay, okay. Do you know how many shooters there are? No, it happened so fast. It came from everywhere. Okay, that's fine. Did you get a look at them? Did you see what they're wearing? I don't know. It happened so fast. I think some were dressed as doctors. I saw one man in those like green doctor's overalls. He had a gun, but I can't think. You're doing great, ma'am. The police are en route, okay? Are you alone, or are there others with you? I'm alone here, but I can see others. Okay, is there a safe space you could get? A lockable room, anywhere? I don't know. I don't think so. I'm hiding. They can't see me. Ma'am, please remain where you are. The police are en route. Stay safe. Calls have come in from the... 911. Okay, Mindestens eine Zivilisten haben wir jetzt schon mal, also wissen wir, dass eine da ist. Center of an active shooting taking place. 911, this call's being recorded. What is your emergency? Hi, I'm a patient at the Coastal Grove Medical Center. I don't know what's happening, but it sounds like there's a gunfight going on somewhere. Did you say a gunfight, sir? Yes, that's what it sounds like. Have you seen anybody with a weapon? No, I've just had my hip replaced. I can't get out of bed, but I was in the military, and I know what gunfire sounds like. You said you were in the Coastal Grove Medical Center? Yes. Can I take your name, sir? Yes, it's Greg. Did you sound the alarm, Greg? No, I'm in bed. All right, when did the shooting start? About 5 minutes ago. It's on the lower floors. I can't say which. Okay, the LSPD are en route. Are you safe where you are? The ward I'm on isn't locked down, but the shooting is below us so far. I can't get out of bed anyway. We know so far is that approximately 20 minutes ago. Okay. Sie schießen auf den unteren Floors. Muss aber natürlich nichts heißen. 911, this call is being recorded. What is your emergency? We need the police at the Coastal Grove Medical Center. Can I take your name, please, ma'am? Kelly Stanton. I'm a nurse here. Look, we need the police now. There are gunmen in the building. You said there are gunmen in the building? Yes. Are you safe? We're hiding in the operating room. Look, we've got a patient on the table. They're stable, but we can't leave them. Okay, I can see that the police are already en route, Kelly. Thank God. Can you see the gunmen? No, they're on this floor, but they haven't come this way. We've barricaded the door as best we can, but if they see us, there's not much we can do. I understand, Kelly. I'm going to need to ask you to stay calm for me. Can you do that? Yes. How many of you are hiding there? There's seven of us, eight with our patient. Can you identify any of the gunmen? No. We haven't seen them. Look, working in the city, you recognize the sound of gunfire pretty quickly. We got the room locked down as quickly as we could. The first reports came in of a gunman forcing their way into the medical center. If you all stay put, the LSPD is on the way. Identify yourselves when they arrive and listen to their instructions. Okay. Thank you. Stay safe, Kelly. Das wird schwierig werden, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich finde es immer noch doof mit diesen Bugs hier, dass das Zeug hier automatisch abspielt. Das ist ultra nervig. Ich wollte eigentlich noch hier kurz schauen, wen wir austauschen können gegen die zwei hier. Die von ihnen und ihrem Team eingesetzten Öffnungswerkzeuge haben einen größeren Effekt auf die Moral von Zivilisten und Verdächtigen.
Und er kann mit einem Tritt Türen eintreten. Könnten wir mit dem austauschen? Wenn er das gleiche kann. Er hier rettet das Leben eines im Einsatz außer Gefecht gesetzten Offiziers. Das könnte interessant werden. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Wie genau das funktioniert. Steigt die Gesamtgesundheit von Ihnen und Ihrem Team. Ah gut. Ich glaube, wir lassen die mal so. Dann with Intel unearthed by the cyber crimes team, point to this being the hand. As if we didn't have. Würde ich sagen, ich drücke immer die falschen Tasten. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich rüste mein Team wieder mal aus und dann sehen wir uns gleich vor Ort. Two entry team. Suspects have a foothold in this area and they're refusing to cooperate. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Alright, da sind wir wieder. Ich habe mein Team ausgerüstet. Ich habe eigentlich nicht viel verändert. Außer, dass jemand das Videoskop hat. Und den Granatenwerfer da. Ich habe diesmal ein Schild dabei. Ein Taser. Und ja, sonst noch andere Dinge. Hätten wir einen Taser. Denn den benutzen wir irgendwie fast nie. Von daher mal schauen. Und das habe ich übrigens auch noch nie gemacht und in dem Video erst erfahren, dass man diese großen Fallschritte machen kann. Statt nur so. Wusste ich gar nicht. Man lernt immer mal wieder was Neues. Gold. Sorry, ich muss da trotzdem die Klimaanlage anschalten. Ich überlebe das hier sonst nicht. On me, form a diamond pattern. Okay, gerade ein bisschen nachladen alles. Schwer zu sagen, wie man hier vorgehen möchte. Gerade läuft es gar nicht gut irgendwie. Richtiger Mikro-Stuttering. Ah, die Tür ist offen, das ist doof. Ich weiß nicht, wie man hier vorgehen möchte. Oder wie wir anfangen wollen, das Gebäude hier zu clearen mit bloß 5 Leuten. Und vor allem mit KI-Leuten. Wahrscheinlich ist es schon am schlauesten, rechts rumzugehen. Ich muss ganz kurz auf die Map schauen, sorry. Da geht's hoch, da geht's irgendwo lang. Cafeteria, Showers, Lockers. Das ist irgendwie doof mit dieser Karte. Jetzt kann ich sie plötzlich bewegen. Okay, da sind die Treppen. Wo geht's hier lang? Vielleicht von links nach rechts. Alright, Leute. Hier ist halt alles ziemlich offen. Ich werde das so oder so nicht überleben. Okay,
Okay, jetzt sind wir hier. Da drüben waren wir gerade. Okay, Room clear. Könnte lustig werden, dass wir hier irgendwie den Überblick behalten. Get down now! Blue. Maintain cover. Clear. No contact. Blue team. Wait. Standing by. Over there. Moving. Provide cover on me. Still good here. Okay, da waren wir eben. Yes. Alright. Das ist schon mal gut. Deploy Shield. Ich nehme auch mal vor, ich habe mein Shield zur Hand. On me. Got your back. Weil das hier alles ziemlich Wanted. Copy. Von hinten sollte eigentlich niemand kommen. Diese Folge wird sehr lange werden. Looking good, sir. Looks good. Put the stack on this door. Got it. Door's unlocked. All right, done. Open and clear. All right. Let's switch. Breaching. Hands on your head. Move. Empty over here. No contact. What a jam on that door. Nee. Provide cover. I'm moving. Keine jam, bitte. Use the mirror. Check for targets. I got the mirror. Okay, wir hätten jemanden mehr mitnehmen sollen mit einem Wand. Wir haben, glaube ich, bloß einen. Opening on the left. It's good. Area clear. Mirror for contacts. Okay. Opening on the left. Da. Use the wand. Check for targets. Mirror, please. Blue. Wand ready. Split the door. Acknowledge. Alter. Blue team. Das ist so nervig mit KI. Mirror for suspects. Acknowledged. Gold team. Wand ready. Wieso kann ich jetzt das rote Team nicht mehr ansteuern? Blue. Got some openings. Negative on any devices. One on contact. Okay. Red. Split and cover. Affirmative. Element. Out the way, sir. Check it with the wand. On it. It's open. We're good to go. Wand is ready. Red team. Cover me. All clear. Nee. Boah, Jungs. I got nothing. Red. Split and provide cover on moving this door. Place. Okay, wait, wir... Da hinten ist ein Suspect. Ich würde vielleicht hier einen Türstopper anbringen erstmal. Dann können wir die beiden Türen hier clearen. Door jam ready. Blue team. Gold. Hallo. Blue. Wieso kann ich manchmal das rote Team nicht an? Blue team. Visieren? Das ist doch doof, Alter. Red team. Split the stack and provide cover. Blue. It's open. We're good to go.
Move in. Clear it. Acknowledge. I'm going. Got an opening here. Get the door and move in. No problem. I got nothing here. Move! Hands up! Do it now! Opening on the right. Good here. Police! Get down! Down on the ground, now! Get down! Okay. I'm safe. Get down on your knees! Keep your hands up! Police, get down! Hands up now! Drop to your knees! Cover! I'm moving into hands up! Do it now! Okay, sieht safe aus. Cooperate and you will be fine. Sieht auch nach Zivilisten aus, sehr gut. Civilian retreat. Lead the talk. Good to go. Talk reporting. Great work, entry team. Keep it up. Okay, von da kamen wir. Kurz da drunter schauen. Mirror it. 10-4. Ich gehe kurz beim roten Team schauen, wie es da aussieht. Okay, das ist das Treppenhaus. Move in, clear the room. I'm on it. Nee. Provide support. I'm with you. Wait. Quietly close that door. Ken saß hinter der Tür. Ich das richtig gehört hab. Gold team. Sorry. Split the stack on this door. Good to go. Nee, warte. Link. Shift to the left. Confirm. Links aufreihen, versteht ihr das nicht? Okay, geht offensichtlich nicht, naja. Mit einer Brinker. Open and bang. Granate. I'm on it. Flash. Got him. Put your hands up! Hands up! Drop to your knee! Get on the ground! Now! Police! Hands up! Okay, Suspect dead. Und fliegt davon. Check it with the mirror. Alright. Got the one. So, hier können wir reinschauen. Mirror it. No device here. Room clear. Down on your goddamn knees now. Get the door and flash it. Ready. We didn't end up in the down morgue. On your knees. Zip him up. Got him. Hands up, above your head. You have the right to remain silent. Anything you do or say can be used against you in a court of law. Suspect isn't going anywhere. What's up? Comply. Talk to entry team. Nothing. Okay. Roger. Trailer's inbound. Evidence secure. Sehr gut. Ein Suspect hat sich ergeben. Sehr gut. Sehr gut. Check it with the mirror. Got it. Wir hätten da jemanden wirklich mitnehmen sollen im zweiten Wand. Ah shit. All clear. Okay, all clear. Move in and clear. Ready. Get on the ground now. Hands up above your head. Moving. Fall in behind me. On the left. Get down and keep your hands up. Wanted. Roger. Got the one. Okay, ich glaube, das
haben wir schon gesehen. Not holding anything. Genau, es ist die Tür. Hands on your head, now! Sieht auch alles safe aus. Ich weiß noch nicht, wo hier irgendwo vielleicht Evidence sein könnte. Dass uns irgendwie helfen würde. Move and clear. Got it. I'm going. Move, move, move. Open it on the right. Empty over here. No contact. Was war hier drin? Got an opening up ahead. LSPD, don't move. Hands on your head. Do it now. Secure him. I'll get him ready. Get down on your knees. Hands up. Hands on your head. Police, get your hands. Arrest him. I got it. We have to do this. Let me see those hands. Ja, diesmal müssen wir es wirklich machen. I need you to stay here. You understand? Great work. Keep going. Control. Civilian is good to go. Compliant. Civilian secure. This is talk. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Get down. I want to see hands. Down on the ground. Move. Das Licht ist irgendwie gerade weird hier drin. Ich glaube, der untere Stock müsste clear sein. Move in and clear it. Roger. Move in, clear the room. On my six. Get Behind down, me. I want to see hands. Put your hands up. Scannen. Was? Gleiten, Kuchen, Spähen. Was? Ich verstehe den Befehl nicht. Wir machen das mal. Give me a peek on the door. Put your fucking hands up! Get down now! You're in my way, sir. Leute, move to my front. Hands on your head. They're down. Hands up. Do it now. Move to my front. Moving. Police, get down. Down on the ground now. Going into cuffs. Junge, das war ziemlich offen. Restrain him. Good to go. Get down. Fuck you. Get down on your knees. Police don't fight! High ground, you talk. Roger, entry team. Great work. Get up. Hold. Ready when you are. Ne. Fünf. Throw a stinger. Pop and stinger. Wo schießt du? Werfst du dich hin, Vollidiot? Keep your hands up! Provide support. On your six. Open it and clear. Stingers. Ready. Hinter mir soll safe sein. Stinger. Police, get down! Opening on the left. Hands up now! Drop to your head! Your team to top. Threat down! Hands up, do it now! Move over there. This is going. Cuff him. Move your hands up! Ich glaube, das war jetzt, nicht gut. Civilian, good to go. Ouch. Civilian is ready. Hands up! Drop to your knees! Cuff him. Handcuffing. Get on the ground now. Ich glaube, das war jetzt gerade nicht so gut, was wir da gemacht haben. Weil die Stinger ging an den Zivilisten da. Police, hands up. Enter and clear. And four. Down on
on your goddamn knees now! Put your hands up! Hands up! Switching me. Police! Oh, down on the ground! Nothing here, sir. Stick out. Okay, das ist alles unglaublich verwinkelt. Blue team. Split the door. I'm good to go. Provide support on me. Behind you. Hands up! Down on your knees! Move over there. On the way. Cover my movement. Clear. No contacts. Junge, Junge, Junge. Ich dachte, das wäre eine andere Tür. Hands up now! Down on your knees! Hands up! Above your head! Element. Red. Moving clear with a grenade launcher. Alles hier ist schlimmer als von wo kommen die jetzt? Ich seh mein Lace gar nicht mehr. Das ist gut. Fall in. Get your back. Keine Ahnung, wo der andere Typ hin ist. Get on the ground now! Hands up above your head! Blue. Red team. Blue hat schon gar keine Blinkgranaten mehr, ist der nice. Get down and keep your hands up! Hands on your head, now! Sie hat nichts mehr mit dem Schild. Stoof. LSPD, don't move! Stay on me. On your feet. Fall in. Right with you. Wir müssen da irgendwie anders lang gehen. Okay, da waren wir schon. Hands on your head, do it now! Use the mirror. Check for targets. Das wird eine echt lange Folge. Ich glaube, ich muss das splitten. Mit der KI ist man halt so langsam, das ist echt beschissen manchmal. There are multiple openings here. Nothing. We're good. Unknown contact. Provide cover. Stacking. Get the door. Clear it. Copy that. Swap with me. Let's switch. Let's go! Got an opening here. Get down on your knees, hands up! I got nothing here. Hands on your head! Suspect down. Wounded. Arrest him. Talk to I got it. We're gonna party. Stay calm. We'll get you out of here. Copy, red car. Civilian secure. Civilian is secure. Talk to entry team. Copy that. Okay. An einem Contact, aber doch Contact. Police, get your hands up! Okay, das ist nix. Ich glaube, die Tür geht raus. Let me see those hands. Ah, die Tür get ist heikel. Down, I wanna see hands. Das ist alles heikel hier. Enter the room and clear. Copy that. Down on the ground! Move! Get down! I want to see hands! Moving in! Open it on the right. Put your hands up! Nothing here, sir. Put your fucking hands up! Chemlight. Ich seh gar nichts mit dem fucking Schild mehr.
Blue team. Open the door. Clear it. Roger that. Ich halt mal hinten die Stellung. Nothing. Okay. Blue. Das sollte theoretisch ja eigentlich wieder zurückgehen, da wo wir schon waren. Get down now! Kurz mal schreien. Got an opening up ahead. Hands on your head, move! Hands up, do it now! Let's clear over here, boss. Okay, das ist ein anderes Treppenhaus. Ein anderes Treppenhaus, das ist doof. Changing room. Police, get down! Waren wir da schon drin? Das einzige, was doof ist, wenn wir hier was übersehen, dann ist es unglaublich schwierig zu finden, was wir übersehen haben. Down on the ground, now! Tie them down. Das war ein guter Schuss. Ich glaube. We have a suspect down here. Need Thames ASAP. Das war, glaube ich, noch der letzte hier in diesem. Got them all the evidence. Good to go. Diesem Statement hier. On me, move. Right with you. Kurz mal alle antreten. Ich muss kurz auf die Karte schauen, wo wir jetzt hier sind. Eine Treppe und die andere Treppe, ich glaube. Das sind die Locker Rooms, ich glaube, wir sind hier irgendwo. Das ist die Frage, welche Treppe nehmen wir? Spielt wahrscheinlich gar keine große Rolle. Post up and cover the area. On me. Got your six. Okay. Hier geht's bloß hoch, nicht runter. Diese Folge wird unglaublich lang. Wieso kann man jetzt hier den Ding nicht einsetzen? Das ist doch doof. Provide support. On you. Ich habe keine Granaten mehr. Oh, ist das doof, alles, das ist alles doof. There, go. I'm moving. Nee, 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 nee. There, move. Moving out. Police! One suspect down. Breathe. Get down! Talk reporting. Get down Roger on your that. Knees! Medical assistance is standing there, by. There, move. Over I there. Want you to get your hands away. Up! No more! Police, get down! Restrain him. Copy. Out of the way, sir. There, you have go. The right to remain silent. Anything Lauft. You can use against you in a foreign government to talk. Suspect, good to go. Talk to entry team. Talk to entry team. Das ist keine Bombe. Aber hier ist Sprengstoff. Das ist alles so beschissen hier. Post up and provide cover. Nee. Antreten, Diamonds. Your time is running short. Hurry, disable any remaining Fallen behind me. I got you. Was? Bomben?
doch Bomben. Ach du Scheiße. Es gibt doch Bomben. Ach du wir haben ein Problem. Wir schaffen's nicht. Wir werden alle sterben. Ich dachte gerade vorhin noch, das wäre eine Bombe und dann doch nicht und jetzt doch. Bomb timer is approaching zero. Hurry, entry team. Okay. Ja. Move in, clear the room. Getting in the place. Das heißt, wir müssen ein bisschen pressieren. Swap. I'm going. Opening on the right. Opening on the left. Okay. Lights on. God. Collect what you can. Report to talk for debrief. Es stand wieder nirgends, dass Bomben im Haus sind. 30 Minuten Zeit, offensichtlich. Alter, das ist hart. Das wird schwierig mit dem KI-SWAT-Team zu machen. Das wird schwierig. Ich weiß nicht, ob das möglich ist mit der KI. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Man müsste da wirklich rein rushen. Und jetzt haben wir natürlich ein paar Leute, die gestresst sind. Theoretisch tot, aber ich glaube, sie können die uns nicht wegnehmen, weil wir sonst ja nicht mehr so gut vorankommen. Ich muss da irgendwie eine andere Taktik finden, offensichtlich. Das läuft so nicht. Aber auch mies, dass es plötzlich heißt, dass Bomben im Gebäude sind. Ich habe das erst erfahren, als wir vor der Bombe standen. Das wird lustig. Ich würde sagen, das war's für diese Folge von Radio Nord. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready?